Ganz kurz, bevor das heutige Video dann schlussendlich losgeht. In der zweiten Hälfte des Videos hat sich leider wieder der Tonfehler, der auch in der letzten Folge vertreten war, eingeschlichen. Ich weiß leider immer noch nicht, woran es liegt. Ich kann es wieder mal wieder nicht hinausarbeiten. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem folgenden Video. Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, in der letzten Folge sind wir ja am Ende leider gestorben und die gute Nachricht ist, ich habe alle unsere Sachen wieder zurückbekommen. Ja, ja, ein Wunder ist geschehen. Und ich wollte noch anmerken, ich finde es cool, dass durch den, ich glaube, Better Surroundings Mod einfach die Minecraft-Figur so ein Nebelatem hat, sage ich jetzt mal. Ihr kennt das bestimmt, wenn man im Winter draußen ist und es ganz, ganz kalt ist, dann ist es immer so, als würde man rauchen, aber man hat ja keine Zigarette. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, jedenfalls haben wir alle unsere Sachen zurückbekommen. Und ich würde sagen, wir streifen einfach noch ein bisschen weiter durch die Landschaft. Und schauen, vielleicht haben wir ja... Also vielleicht finden wir ja noch ein paar weitere Krater, die wir looten können. Und dann haben wir vielleicht schon alle 4 Inscriber-Stücke zusammen. So, mal schnell den Timer gestartet. Also immer wenn ich so runterschaue, nur zur Erklärung, dann schaue ich auf mein Stream Deck. Dort kann ich meinen Timer starten, die Aufnahme starten, Aufnahme pausieren, wieder starten und so weiter und so fort. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich... da hinschaue, dann schaue ich auf mein Stream Deck. So, weiter geht's. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja auch jetzt endlich einen Tintenfisch. Was ja der eigentliche Grund für diese Reise war. Aber irgendwie habe ich die Hoffnung schon langsam aufgegeben, dass wir noch einen Tintenfisch finden. Muss mich mal schlau machen, vielleicht kriegen wir auch von irgendeinem anderen Mob einen, einen Inksack, also ein, na, sag schon, Tintensack so. Aber mir wäre derzeit keines bekannt. Schauen wir mal. Ich schaue auch immer wieder so ein bisschen auf die Minimap. Weil man kann ja leicht mal was übersehen im Vorüberfliegen und vielleicht entdecken wir ja dann einen Krater auf der Minimap. Aber ja, das mache ich halt hin und wieder. So als, ja, einfach, dass wir nichts übersehen. Es wäre nämlich schade, wenn wir dann so Meteoriten übersehen, weil ganz so häufig sind die dann doch auch nicht. Wir befinden uns gerade in der Steppe, sehe ich gerade. Oh, schaut ganz nett aus und dort vorne ist ein Dorf. Habe ich auf der Minimap entdeckt. Nice. Schauen wir mal, was da für Dorfbewohner zu Hause sind. Vielleicht haben sie ja was Nettes zum Verkaufen. Alles klar. Was ist das hier? Schaut ziemlich interessant aus. Gehört das so? Oh ja. Ist das ein Mineneingang? Oha! Das ist einfach ein Mineneingang. Kriegt da. Nein. Kann ich die Spitzhacke aufheben? Ja, ich kriege einfach eine Eisenspitzhacke. Oha, hier haben wir einfach eine Schlucht. Das ist natürlich nice. Die markieren wir uns gleich mal in einem neuen Wegpunkt. Nämlich super. Entschuldigung. Tolle Schlucht. Gut. Ja, die machen wir mal so in dem da. Safe. Gut. Aber wir sind ja gerade auf der Durchreise und nicht hier, um zu bleiben. Wir sind nicht gekommen, um zu bleiben. Und gehen ganz schnell weg. Denn dort vorne haben wir den nächsten Meteoriten. Das läuft ja wie am Schnürchen, eigentlich.
Ah ja, was ich auch noch erwähnen wollte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum wir letzte Folge am Schluss gestorben sind. Anscheinend haben wir uns irgendwie in einen Block reingebuggt. Ja, keine Ahnung. Weil es war weder ein Mob noch sonst irgendwas dort. Also ich kann es euch echt nicht sagen. Aber das scheint ein relativ großer Meteorit. Oh nee, komm, gehen wir doch nicht am Sack. Oh, wo bist du denn? Wer hat mich denn da abgeschossen? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Lass mich rein hier, bitte. Schnell. Ah, da haben wir auch schon die Kiste. Oh. Ja, haben wir jetzt alle vier? Yo, wir haben alle vier zusammen. Jawohl. Nice. Na gut, dann kehren wir schon langsam, aber sicher wieder nach Hause zurück. Und wenn wir zu Hause sind, machen wir uns, glaube ich, als nächstes mal einfach ans ME-System ran. Das wollte ich eigentlich noch ein bisschen von mir herschieben, weil ich keinen Bock hatte, die ganzen Meteoriten zu suchen. Aber das ist ja eigentlich jetzt super schnell gegangen. Nice. Ja, das ist ja mal cool. Oh, hier haben wir wieder Kühe. Oh, die nehmen wir aber mal mit für Essen. Denn wir brauchen eh ein bisschen Proviant für unsere Heimreise noch. So, die kann man auch mal schnell. Oh. Are you fucking kidding me? Okay. Kurzer Cut. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder dort bin. Bis gleich. So Leute, wir sind zurück am Ort des Geschehens. Ja, es ist leider so gewesen, dass ich nicht alle Items retten habe können. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass es im Interesse von uns allen ist, wenn ich mir die Items nachcheate. Wenn euch das nicht recht ist, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare rein. Dann werde ich die in der nächsten Folge bzw. in der nächsten Aufnahmesession wieder weglöschen. Ja, ist leider Pech gewesen. Ich wechsle auch sofort zurück in den Game Mode 0. Und ja, es war leider unglücklich. Und ich habe mir gedacht, es ist einfach besser, wenn ich jetzt die Items mir nachcheate, weil wir werden halt komplett aufgehalten und müssten halt wieder ziemlich weit von vorne anfangen. Weil zum Beispiel das Jetpack war weg, unser Dia-Spitzhacke war weg, der Rucksack war wieder weg. Und das sind halt alles Sachen, die man jetzt nicht so leicht nachmachen kann. Deswegen, wenn es euch nicht gefällt, dass ich mir das jetzt ercheatet habe und ihr sagt, okay, nein, das geht gar nicht, bitte schreibt es in die Kommentare, dann werde ich das in der nächsten Folge wieder rückgängig machen. Ich dachte mir nur, es ist im Interesse von uns allen, wenn wir jetzt ein bisschen vorankommen. Und deswegen habe ich mir die nachercheatet. Kleine Unterbrechung, bevor es dann weitergeht. Ich habe mich dazu entschlossen, in diesem Video eine Infocard einzubauen. Hier könnt ihr abstimmen, ob ich die ercheateten Items behalten soll oder wieder löschen soll. Also, ihr könnt aber auch gerne in die Kommentare schreiben, aber ich denke, mit der Infocard wird es einfacher. Und jetzt weiterhin viel Spaß. Gut, aber weiter geht's. Wir wollten ja nach Hause fliegen, weil wir ja alle vier Inscriber Presses, sag ich jetzt mal, zusammen hatten, mit denen wir uns dann das ME-System craften können. Ja, ich muss dann mal nachschauen, was wir wirklich alles für das ME-System brauchen. Aber ja. Das schaut, oh, das Wasser schaut halt einfach so geil aus. Oh, das ist so ein richtig schönes Türkisblau. So eins sehe ich gerne. Es ist anscheinend, liegt halt an dem, es ist eine heiße Quelle. Oha. Oh, da kriegt man Regeneration. Geil. Eine regenerierende Quelle. Nice, eine Heilquelle. So. Wir fliegen ganz fix wieder zurück. Sind das Gorilla? Ja, geil. Oh, ich liebe es einfach, wenn Minecraft so belebt ist mit so vielen Tieren und so vieles halt.
So, da unten haben wir wieder einen Meteoriten. Ich würde sagen, da schauen wir trotzdem nochmal schnell rein, auch wenn wir jetzt schon alles haben. Aber es kann nicht schaden, da auch nochmal vorbeizuschauen. So, was haben wir hier? Natron. Gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ah, ein Eimer Wasser habe ich natürlich nicht nachgecheatet. Das habe ich natürlich vergessen. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Okay, wir graben uns da rein und da haben wir auch schon die Chest. Eine Logic Press haben wir rausbekommen. So. Wir ordnen das Inventar nochmal ganz schnell und fliegen weiter Richtung heimwärts. So, tak, tak, tak. Dann haben wir. Oh. Wie heißen die? Walröste sind das, glaube ich. Ja, genau, Walröste heißen die. Ach, die sind niedlich. Oh, das war knapp. Ich will nicht schon wieder sterben. Bitte nicht. Hallo, Herr Zoowärter, was verkaufen Sie? Das sind Panther. Hallo, Mr. Zoowärter. Was sind Sie, Zoowärter? Hallo? Ja. Alles klar. Der verkauft Essen. Nice. Aber können wir uns eh nicht leisten, weil wir keine solche Goldmünzen haben. Und ich weiß jetzt auch nicht auswendig, wie man die craftet. So, weiter geht's. Aber hey, wir haben eigentlich relativ viel weitergebracht in der Folge. Wir haben immerhin die vierte Inscriber Press gefunden, einen neuen Meteoriten gefunden. Und jetzt fliegen wir noch nach Hause und in den nächsten Folgen schauen wir uns da mal an, was wir alles fürs ME-System brauchen. Weil das ist halt verdammt praktisch, wenn du die Items nur so reinschmeißen musst. Dann hast du oben eine Suchleiste, wo du einfach das Item eingibst, was du brauchst oder den Block und dann hast du das. Und es ist halt viel einfacher als immer mühsam, die ganzen Kisten zu durchstöbern, weil man sich nicht daran erinnern kann, in welche Kiste man jetzt was getan hat. Ja gut, ich bin ja auch nicht der Ordentlichste. Es wäre vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich ein bisschen ordentlicher wäre, aber das bin ich nicht. Leider nicht. So. Weiter geht's. Immer schön weiterfliegen. Wir können auch mal schnell in den Hover-Modus wechseln, weil ich habe ja das mittlerweile rausgefunden oder mir eine Taste belegt, damit wir den Jetpack-Modus ändern können. Und wenn wir dann in den Hover-Modus gehen, schaut das Ganze so aus. Ja, da müssen wir nicht mehr so hin und her schwanken, können auf einer Ebene bleiben, hochfliegen, runterfliegen. Allerdings verbraucht das halt auch viel mehr Stickstoff, also viel mehr Treibstoff von dem Jetpack. Deswegen fliege ich lieber normal, denn dann halten wir auf jeden Fall länger durch. So, jetzt haben wir es eh bald geschafft. Mit dem Jetpack ist man eh relativ schnell unterwegs eigentlich, weil man halt nicht diese nervigen Berge erklimmen muss und die Bäume nicht den Bäumen ausweichen muss und so weiter und so fort. Und hey, war das nicht unser? Ja, das war unser Anfangsplatz. Wir haben sogar noch eine Pflanze hier wachsen. Ist das Weizen? Ja, wahrscheinlich, das habe ich dann nicht mitgenommen. Ja, 85%. Nice. Wenn wir das nächste Mal vorbeikommen, ist sie wahrscheinlich schon ausgewachsen und erntebereit. So. Jetzt sind wir hoffentlich bald wieder zu Hause. 500 Meter noch. Aber ihr seht, das geht eh super schnell, finde ich. Gerade wenn man halt, wie schon gesagt, die ganzen Berge nicht dauernd raufklettern muss und sich hochbauen muss und was weiß ich was alles. Naja. So. Leider kann man in die Jetpacks nicht so ein Speed-Upgrade oder sowas reinmachen, dass man einfach noch schneller ist. Aber wir schon werden schauen, vielleicht gibt es dann so eine Speed-Rüstung oder so irgendwas. Ich habe auch gesehen, man kann sich eine Rüstung aus diesen so Premium-Essenzen machen oder so. Und ich glaube, mit denen kann man dann fliegen wie im Creative, wenn ich mich recht erinnere. Oben haben wir einfach mal eine fliegende Insel. Ist was Spezielles drauf oder ist das einfach nur World Gen Fehler? Okay, einfach nur ein Fehler im World Gen.
Also in der Weltgeneration. So. Weiter geht's an unserer Mine auch vorbei. Und dann haben wir es halt wirklich gleich geschafft. Auf der Minimap ist unser kleines, aber feines Häuschen schon zu sehen. Ja, dann sind wir auch schon wieder zu Hause. Gut. So. Zack, zack. Dann schauen wir nochmal, wie unsere Essenzen vorangehen. Ja, die Inferium-Essenz mit dem Growth Accelerator drunter ist gewachsen. Der Rest braucht noch ein bisschen. Die Weite ist gewachsen. Ja, kann man auch abernten. Gut. So, wieder zu Hause. Und ich würde sagen, das war's auch schon für diese Folge. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Lasst auch gerne ein Abo da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, unbedingt die Glocke aktivieren. Denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Wie schon gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, ob ich die ercheateten Items löschen soll oder ob ich sie behalten darf. Das dürft ganz allein ihr entscheiden. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis dann und ciao.